ist immer noch sehr warm. Sehr, sehr warm. Und für mich hat Sonnenbrand geschädigt, da ist das heute auch nicht so gut. Heute geht es nämlich raus aus dem Meer. Wale und Delfine beobachten. Im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das so sieht, den Yachthafen. Also erstmal wieder hier so ein paar Kilometer hier so einen Berg erklimmen. Und oben treffen wir dann die Mädchen, die dann hoffentlich schon mal alles gebucht haben und so weiter, organisiert haben und so. Weil wir haben unseren Parkplatz gekümmert. Und das ist hier eine Katastrophe. Das ist richtig scheiße. Hier wird nicht gebaut. Ja, da wird gebaut. Also, bis gleich. So, während die anderen jetzt da hinten noch die letzten Dinge erklären, ist das hier das Schiff, mit dem wir rausfahren. Na, hoffen wir mal. Ich werde nicht seekrank. Ich werde nicht seekrank. Ich werde nicht seekrank. Es geht nämlich sehr, sehr schnell bei mir. Toi, toi, toi. Wo ist jetzt der besagte Glasboden? Vielleicht ist es nicht. Nee, ich glaube, es gibt einfach nur unten Fenster. Ja, bei dir kann man so klappern. Vielleicht ist da ein Loch. So, Chris. Christian. So. Der Michi, der hängt so auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber die haben unsere eigene Yacht. Gesponsert von Michi. Wir spielen jetzt eine Runde Sea of Thieves. Kapern wir das Schiff da vorne. Auf geht's. Ich sagte, auf geht's. Ich glaube, wir bleiben doch ein bisschen hier. Christian? Ja? Lasst uns das Schiff da kapern. Auf geht's! Arr! Wir beide sind überhaupt nicht für Atemtauglich, ne? Aber mir reicht der Wellengang. Ja, man hätte eigentlich schon so ein Wort. Man hätte wirklich überschritten, also überfallen können. Ja, wirklich so 10 Meter gefühlt. Das ist so scheiße warm. Ey, man sieht so richtig meinen Sonnenbrand mit dem Abdruck. Toll. Naja. Bis gleich, wenn wir wieder am Fenster sind. Ne? Ich freue mich dann so. Das schaukelt das so ein bisschen nach wahrscheinlich. Ja. Ja, aber haben wir gerade Wale gesehen? Ja, Wale. Ja, vereinigt. Aber er kam ja mal. Aber er kann einfach nicht sagen. Er kam mehrmals. Warum habe ich mich auf diese Tour eingelassen? Ich komme gar nicht mehr auf klar an den Wellengang. Oh. Ich brauche eine Pause. Oh, he's back. Yeah.
fest und Boden. Weil wir jetzt im Urlaub in so noch gar keinem Einkaufsgeschäft waren, so in gar keinem, gehen wir jetzt gleich nochmal in eins rein. Yay! Yeah. Alles nur wegen den beiden und scheiß Starbucks. Weißt du, da macht man mal eine Aufnahme hier von dem beim Springbrunnen und schon sind die Weiber weg. Keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Hast du eine Mail bekommen? Achso, du sagst Feld. Okay. Also ich muss schon sagen, von allen Einkaufszentren, die wir bis jetzt gesehen haben, finde ich das hier am geilsten. Weil du hast einfach überall so kleine Geschäfte und da ist auch ein Christian. Und das Beste ist einfach, zwischen den ganzen Geschäften hast du nochmal einzelne Wege und du hast direkt Blick auf den Strand. Ich finde von, also wie gesagt, ich habe gerade gesagt, von den ganzen Einkaufszentren, die wir gesehen haben, finde ich, ist das hier das Beste. Von der Atmosphäre her, von den Geschäften, ja, gibt ja kein GameStop oder Vergleichbares. Ich will meine Rainbow-Figuren. Rainbow. An den beiden anderen Einkaufszentren hatte man ja mega die geile Aussicht gehabt, mit einmal direkt das Meer, beim zweiten Mal so die mega reiche Stadt und beim dritten Mal ein Parkplatz, yay! Und? Ich will Eisenbahn fahren! Lass uns mit der Eisenbahn fahren! Tut! Eigentlich hier von Teneriffa. Ich weiß noch, als wir bei der Premiere cool. Cool. Da habe ich Lisa mit E. Ja, da also hatte ich auch Tammy statt Tammy. Weil ich Englisch. I gesagt habe, nicht I. Wie findet ihr eigentlich den Urlaub? Taman! Ja, wie findet ihr den Urlaub, Liz, Q und Taman? Scheiße. Ihr seid dabei. Das ist richtig Essen, ja. Christian gerade schon sagte, das letzte Mal einkaufen. Ja. Immer. Nein. Doch, das letzte Mal. Jetzt geht's nach Hause, wird noch ein bisschen gegessen. Und wir gehen noch in den Pool. Aber da bleibt die Kamera mal oben. Wieso? Clickbait. Ein vorletztes Mal hier am Flughafen, denn es ist schon Sonntag. Und wann geht euer Flieger? 10:45 in, ich glaube, mittlerweile eine Stunde oder so, ne? Oder weniger als eine Stunde. Anderthalb Stunden geht dann jetzt für die beiden Mädchen der Flieger. Also schön jetzt in der Rippe, ne? Ja, warm, jetzt das Meer. Ja. Natürlich seid ihr hier. Schleim. 10 Euro bitte. Ja. Das mit der Bezahlung kriegen wir nachher, ne? Ja, und danach fahren wir beide nochmal zurück ins Hotel. Letzte Kleinigkeiten erledigen. Wenn es noch passt, vielleicht mal raus oder eine Stunde oder so. Vielleicht, keine Ahnung. Und dann geht es hier gleich auch noch für uns hin. Aber wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Erstmal ist es hier Adios.
Philipp, jetzt sind wir beide nur noch alleine hier, ne? Dann hätte ich gesagt, der Grundkern, der Lonely Little River. Der Grundkern, der ja. Und in den letzten Aufnahmen habe ich gerade nochmal Anschiss kassiert. Der hat keine Fotos. Ja, der hat zwar gesagt, keine Fotos. Es sind zwar Videoaufnahmen gewesen, aber. Das ist ein Brandstand. Wir wissen alle, was er damit meint. Und ich habe natürlich keine gemacht. Zwinker. Zwinker. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Also von daher, Zwinker. Ja, dann fahren wir jetzt nochmal zurück zum Hotel. Die letzten Aufnahmearbeiten. Vielleicht nochmal raus, wenn die Zeit dafür ist. Und dann sehen wir uns gleich auch wieder hier am Flughafen wieder. Abschluss, ein letztes Mal hier aus dieser Wohnung, Haus oder was auch immer das jetzt ist, Apartment, ich glaube es war ein Apartment, ja. Drei Etage in Apartment, ein letztes Mal hier oben in dem Video, mit dem Meer, zum Meer schaffen wir es nicht mehr, Zeitdruck, spring, ich wäre so gerne da unten in den Pool gegangen, ist aber eiskalt. Ich kann auch nicht wirklich aufwärmen. Ja, das steht immer im Schatten. Passt ja, genau, das steht immer im Schatten, weil die Gebäude drumherum so hoch gebaut sind. Da kommt die Sonne nicht wirklich ran. Toll. Das Meer ist dafür ordentlich wärmer. Gestern Abend war es echt viel wärmer. Na gut. Dann würde ich sagen, auf zum Flughafen. Ciao. Gerade noch so ganz knapp geschafft. Ganz knapp. Wir stehen jetzt hier in der Warteschlange für so ungefähr 10 Minuten. Oh nein, die Schilder werden aufgestellt. Ja. Mit dem Mietwagen ging doch schneller als erwartet. Zum Stand kommen wir leider nicht mehr, hatten gar keine Zeit mehr. Ich bin ja schon zu Hause, schon richtig unter Zeitdruck. Wenn jetzt zum Beispiel die Sache mit der Rückgabe beim Mietwagen etwas länger gedauert hätte, gäbe es ein kleines Problem. Da. Naja, jetzt Boarding. Alles safe, alles Brandstand. Es ist extrem heiß. Ja. Ja. Aber oh, vielleicht wird es noch was für früher, wenn wir da sind. Was? Ja, auf jeden Fall. Es wird nachher, wenn wir gelandet sind, wird es in Köln, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie warm es ist, aber es wird, wie kalt es eigentlich ist. Aber auf jeden Fall kälter als hier. Oh Mann. Das Boarding ist komplett. Die Türen sind noch alle offen. Meinten nicht, schließt du schon die Türen offen? Nein, nee, die Türen sind alle noch offen. Ja, aber ich meinte, meinten, es kommt gerade. Kann sein, kann sein. Wir schließen jetzt die Türen. Ja, die laufen dann noch hin und her. Die Türen schließen jetzt. Also jetzt schließen wir auf jeden Fall die Türen. Ja, jetzt machen wir das. Versprochen. Letzte Aufruf für Flug Hamburg. Jetzt noch. Letzte Aufruf. Ja, das war auch schon so geil. In der Warteschlange neben uns liegt auf Platz 1. Wir waren ja auf Platz 2. Da hieß es dann jetzt letzter Aufruf für Flug bla 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 nach Hamburg. So, 2 Minuten später. Der Passagier so und so soll jetzt bitte zum zum Flugzeug kommen. Letzter Aufruf. So, wieder 2 Minuten später, letzter Aufruf, bla 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 bla. Letzter Aufruf. Jetzt kommt aber wirklich der letzte Aufruf, oder? Und dann kam er nochmal. Das war dann aber auch der letzte, den wir mitbekommen haben, zumindest. Vielleicht Türen sind immer noch offen. Abwarten, Tee trinken. Da sind wir wieder. Wir haben jetzt erfahren, warum das Flugzeug noch so lange hier steht. Das Catering fehlt. Also wir haben vorgesorgt, ne? Wir haben auch noch Chips, aber ja, toll.
Und wieder heißt es warten. Gelandet. Mann, war das eine scheiß Landung. Wir haben jetzt sind in die Wolken reingeflogen, also zur Landung angesetzt, in die Wolken rein. Richtig stürmisch. Dann kurz vor dem Aufsetzen auf dem Rollfeld habe ich das Gefühl gehabt, das Flugzeug schaukelt nur so nach links und rechts, wir kippen gleich oder der Flügel reißt ab oder so. Das war richtig extrem. Und jetzt auf der Landebahn angesetzt, dann da nochmal so hochgesprungen. Oh Gott, wie beschreibst du das kurz? Das war Achterbahnfahrt. das war... Oh, scheiße. Oh, also den nächsten Flug, wenn das funktioniert, sitzen wir das nächste Mal alle auf dem Flug nach Amerika. Mit der großen Maschine wieder. Das wird auch lustig, wenn das Ding in den Schwank kommt. Kurz gesagt, Turbulenzen sind top, aber wenn man... Und es ist auch irgendwie scheiße. Ja. So, jetzt geht erstmal hier aus dem Flughafen raus. Es ist kalt. Ja, hier unten ist es okay, aber draußen? Draußen? Ist kalt. Urlaub ist vorbei, ne? Urlaub ist vorbei. Zum Glück habe ich auch morgen noch. Einen Tag haben wir noch. Gut. Dann trennt sich hier nun auch unsere Wege. Komm gut nach Hause, Christian. Komm gut nach Hause. Chris fährt jetzt mit der Bahn. Ich dachte, er ist zu Fuß. Naja. Ciao. Christian ist jetzt auf dem Heimweg mit der Bahn. Ich laufe die paar Meter noch zu Fuß. Und das war's auch schon zum Teneriffa-Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt Kommentare gerne hinterlassen. Mal auf Instagram vorbeischauen. Bei cmox-youtube, glaube ich, ist der Instagram-Name bei uns. Dort haben wir auch ein paar Bilder gepostet. Der Michi wahrscheinlich auch in seiner Kreuzfahrt. Mal wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play, Vlog oder Rainbow News. Bis dann. Ciao.